Hallihallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play zu Minecraft auf dem Snapshot 15W37A und dann später auf der Version 1.9. Und in diesem Projekt möchte ich mit euch sozusagen eine Geschichte machen, Königreiche, die gegeneinander kämpfen, Geschichten erzählen, Geschichten machen, Rollen spielen und so zusammen, und ihr dürft wählen, was ich mache, wie ich es mache, wie ich baue und was für Reiche ich bauen soll, also welche Kultur sie haben und so Sachen. Und eventuell später sogar mit dann eigenen Mods, da brauche ich aber ein wenig Hilfe von anderen Leuten, also wer Mods machen kann oder will, können will, der soll sich mal melden, und dann werde ich die Mods natürlich, wenn sie von euch sind überhaupt, rein spät machen ins 1.9, wenn dann Forge draußen ist für 1.9. Und schauen wir mal, wie wir das entwickeln können. Ich habe ja alles so mit den Königreichen und so vom Server, den ich momentan noch on habe, der whitelisted ist, aber da dürfte noch drauf kommen. Und werde die Welt dann auch wieder auf den Server rauf tun. Dann dürfte in dieser Welt, wo ich einen Singleplayer habe, zocken mit anderen zusammen, dürfte dort Rollenspiel machen und so weiter. Und eben werde die Welt auch wieder regelmäßig zum Download anbieten, dass sie auch einen Singleplayer oder eigene Server machen könnten mit dieser Welt. Und mein Ziel ist es eigentlich, in diesem Projekt so schön wie möglich, so viel wie möglich zu bauen. Und schauen wir mal. Und sehr interaktiv das Projekt. Ihr dürft also entweder etwas wählen, ihr dürft mitmachen sozusagen, indem ihr einfach sagt, bau mal eine Taverne, bau mal eine Burg, bau mal dies und das. Oder erkunde mal dort die Welt oder sagen wir mal diese Blöcke, such Diamanten und so weiter. Da dürft ihr sehr viel mitmachen, und ich werde natürlich auch das annehmen, wenn jemand schreibt. So, also wir machen eine Welt mit Standard. Spielmodus Überleben Standard. Cheat erlaubt an, wenn wir mal feststrecken, dass wir uns teleportieren können oder so. Oder wenn irgendwas schief läuft. Und ich glaube, Commander Blocks sind eigentlich im Singleplayer immer an. Falls wir mal wirklich einen Commander Block, etwas mit einem Commander Block machen wollen, haben wir das an. Und Bonus-Truhe brauchen wir nicht. Bauwerk generieren ist ja eigentlich Standard immer an. Okay. Name der Welt. Let's Play Welt. Nein, wir nennen es Kingdom Wars World. So, die Königreiche machen dann Krieg. Also wir inszenieren einen Krieg, damit wir auch mehr zu bauen haben. Also, mal schauen, wie es am Anfang aussieht. Ich möchte gerne bei 00 ein Haus bauen, dass ich eigentlich immer wieder zurückfinde. Ja. Also einen Sumpf haben wir. Einen Hügel. Oh, aber zu klein für ein Haus. Also machen wir mal das so. Schauen wir mal. Minus 44 und 150. Also, wie wollen wir das machen? So. Und dann müssen wir mit etwas anderem dann zubauen, dass wir sehen. Okay, gut. Also. Die Hühner möchte ich gerne dort behalten. Wollen wir lieber ein bisschen Ding. Kerne an, also Körner anpflanzen. So, damit ich überhaupt noch etwas reden kann und nicht überall die Abbaugeräusche höre die ganze Zeit. Das lenkt mich ein bisschen ab. Also, wir wollen eine Villa bauen. Eine mittelalterliche Riesenvilla. Eine Lagerhalle unterirdisch. Und wir wollen dann ringsum die Königreiche machen. Als würden wir zwischen den Königreichen sein. Wow, Taiga ist dort auch.
Oder ist das Tundra? Das ist Tundra. Nein, das ist Taiga. Okay. Tundra ist ja die Eisebene. Ohne Bäume. Oder mit wenig Bäumen. Einen Apfel haben wir da. Wir spielen übrigens auf Normal. Das ist immer die Grundeinstellung scheinbar. Ja, gut. Das wollte ich noch wissen. Und jetzt ist es ja nicht mehr im Hauptmenü, dass man den Schwierigkeitsgrad nicht mehr im Hauptmenü wechseln kann, muss. So, ist ein bisschen blöde, aber also wenn man jetzt eine neue Welt erstellen muss, man will peaceful spielen, dann muss man das wieder umstellen die ganze Zeit, weil es immer auf Standard ist. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Aber ja, wie soll jetzt eigentlich die Mods, also wenn jemand wirklich Mods für mich machen würde, ich könnte ihn sogar bezahlen. Ich könnte ihn wirklich sogar bezahlen, wenn jemand das macht. Ich würde gerne bezahlen ihn. Ich habe sehr viel Geld eigentlich momentan. Und ja, damit wir noch mehr zu bauen haben und so, möchte ich gerne sicher mal Blöcke Mods. Aber richtig gute Blöcke. Bei Chisel habe ich immer das Gefühl, die Blöcke passen nicht in Minecraft. Bei Carpenter Blocks ist es ein bisschen kompliziert. Ich möchte einfach verschiedene Arten, Formen von Blöcken. Ich möchte zum Beispiel mehr Holzarten, mehr Bäume überhaupt. Ich möchte mehr Steinarten und so weiter haben. Und das ohne komplizierte Sachen. Und ich werde sicher mal die Mods dann anschauen, was ihr so verändert habt. Und dann ins Let's Play eigentlich einbinden. Und dann dürft ihr die Mods natürlich auch downloaden, wenn es das vom Entwickler, also vom Modmacher, wenn es mag, oder? Auch öffentlich machen natürlich. Ihr könnt auch nicht öffentliche Mods dann mehr geben. Also wenn könnt ihr sagen, zum Beispiel, ja, ich möchte, dass der Mod nicht öffentlich wird, dann lasse ich ihn natürlich nur im Mods-Ordner. Dann werde ich ihn nicht öffentlich machen. Aber am besten wäre es wirklich, wenn die öffentlich dann wären, dann könnt ihr auch natürlich noch ein bisschen Ruhm nebenbei verdienen und dann auch noch mehr Geld verdienen eventuell. Und ja, schauen wir mal. Ich habe richtig Lust auf neue Mods, die noch niemand hat, oder? Und das im Let's Play eigentlich so ein bisschen vorstellen könnte. Und wenn dann wirklich das Projekt eigentlich gut ankommt, mache ich den Server richtig auf öffentlich. Viele Owner, viele Operators. Und also hier haben wir Kü viele Kühe. Das ist gut. Dann machen wir hier irgendwo die Ebene. Und eine Farm natürlich. Ach, cool. Das ist sehr toll. Also in diesem Projekt machen wir die Königreiche, die ich eigentlich im Multiplayer machen wollte, aber einfach nicht so Bock habe, die ganze Zeit die Griefs aufzuräumen und so. Es tut mir schon ein bisschen schade um den Server, dass es ja nur so halb erwachsene Leute drauf sind und meinen, sie können ja jederzeit irgendwas griefen und ohne Strafe dann wegkommen. Und deshalb möchte ich den Server weiterhin am Laufen lassen, aber eben mit Whitelist, mit Beobachtung und sonstige Sache, damit ich sicher sein kann, dass ich noch einen Server anbieten kann, aber dass ich nichts mehr machen muss, weil ich habe sehr viel zu tun. Das machen die Owner für mich, wenn sie noch Lust haben. Und sonst lade ich einfach immer wieder Backups, wenn Ding ist. Also der Server funktioniert noch. Der wird noch längere Zeit funktionieren. Und der wird weiterhin aktiv sein. So. Wir suchen eine Höhle. Und zwar, ich will mein Haus wirklich bei Null bauen. Genau bei Null. Mal schauen, was dort ist. Dazu gehen wir jetzt mal in diese Richtung bis 0, also bei X, bevor es Nacht wird am besten, und dann in diese Richtung. Ja, am See, da machen wir unser Haus. So, hier oben machen wir unser Haus. Schön am See da vorne. Also, dass wir eigentlich die Villa hier oben machen. Auf
die See, ich mache dann den See noch ein bisschen größer und hier auch das weg. Dann haben wir schön am See, aber am Nullpunkt. Also jetzt möchte ich den ganz genauen Nullpunkt haben. So, das ist der genaue Nullpunkt. Dann machen wir hier genau die Villa. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Haben wir einen Berg hier. Da hinten haben wir den Sumpf. Den sehen wir leider von hier nicht. Aber dann machen wir hier schön. Ah, schön mit den Kühen. Sehr schön. Also, passt alles. Ich habe eine Probeaufnahme gemacht, da war ich im Meer. Da habe ich nur eine Insel gehabt. Das wäre auch interessant gewesen als Challenge. Aber so Challenge kann ich eigentlich... Oh, so cool, fast wie ein Vulkan dort. Den können wir wirklich als Vulkan umfunktionieren. Da haben wir Lava. Richtig genial. Ah, ich liebe das jetzt schon. Und hier ist unsere Starthöhle. Die Höhle des Todes. Mit einem Skelett. Ich sehe das Schwert nicht. Wieso sehe ich das Schwert nicht? Ich muss mich an das Kampf... Shit. Genau. So steht man schon fast. So. Nein. Du gehst jetzt nicht zu mir hoch. Okay, ich sterbe wahrscheinlich. Ja. Genial. Genial. Also, nochmals dorthin. Dankeschön, Skat. Ich habe das Gefühl, die wurden stärker durch das Schild oder so. Ich kenne wirklich die Snapshot nicht. Toll. Sollte ich schon fast Keep-Inventory anmachen. Der erste Tod im ersten Part. Richtig toll. Ja, so schnell kann es gehen. Hm? Wenn man einfach keinen Weg findet, einzubauen oder so. Ich hätte mich gerne eingebaut, aber... Da sieht man, wie schnell man eigentlich tot sein kann. In einem normalen Spiel, wenn man in eine Höhle reingeht. Wo war jetzt diese Höhle? Na toll, jetzt finde ich die Höhle nicht. Die war doch hier. Ist noch weiter vorne, gell? Jetzt wird es noch Nacht. Also wir brauchen einfach Schutz. Wir brauchen Schutz. Es ist ja ein Überlebenssimulator. Ich muss doch überleben können. Dort links ist die Höhle irgendwo. So eine Frechheit. Sieh das? Das war die Höhle, oder? Ja, genau. Genau. Ja, genau. Vergiff mich schon. Hey, was ist denn los? Wurde Minecraft viel schwerer gemacht? Ah, die ist sogar noch schneller. Okay. Ich sterbe. Das Gift wird mich umbringen. Das Gift wird mich umbringen. Ah, ich bin geslowt. Okay. Gut. Die Hexe mal ein bisschen. Ah, oh, was ist denn los? Ich überlebe das gar nicht. Sollen wir neue Rohstoffe sammeln? Die Hexen sind natürlich sehr stark am Anfang ohne Schutz. Muss ich jetzt alles neu sammeln? In der Nacht dann? Oje, oje. Aha, endlich mal nicht geslowt. Ich freue mich schon. Wow. Yay, ich kann nicht Minecraft spielen. Ich habe alles verlernt. Der ganze Survival-Modus. Danke, aber ich brauche die wichtigen Rohstoffe, nicht die... Hallo? Schneller bitte. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich habe nur ein halbes Herz. Mit dem halben Herz werde ich wieder sterben. Wieso sieht man die Hand nicht mehr gut? Was wurde denn mit der Hand gemacht? Hä? Ich verstehe nur Bahnhof, jetzt in 1.9. Ah. Soll ich mich einbauen?
So, endlich. Hey, Mann, ist das schwer. Muss ich wirklich auf einfach noch stellen? So, jetzt. Schnell einbauen. Jetzt mal etwas essen. Apfel, rohes Fleisch. Ja, toll. Richtig toll. Ich muss mich doch irgendwie regenerieren. So, habe ich alle Rohstoffe? Ja. Also alle Materialien habe ich wieder. Und ja, da müssen wir ein bisschen Stein nehmen. So. Machen wir einen Ofen. Passt ja alles sehr gut. So, machen wir ein bisschen Holzkohle und hier das Eisen weg. Also. Komm. So. Und dann das Eisen braten. Sehr schön. Und hier machen wir wieder ein bisschen mehr zu. Da möchte ich eigentlich kurz an die Oberfläche graben, dass wir dann einfach rauskommen. Genau. Ich will weiter regenerieren. Ich brauche das Leben. Also, wir werden, wenn dann Tag ist, an die Oberfläche und schau mal her, wir sind schon hier. Gut. Und dort anfangen anzupflanzen, Weizen anzupflanzen. Suchen wir ein Dorf am besten dann noch. Und ja, gehen erkunden auch noch ein bisschen. Sammeln mal die ersten Rohstoffe fürs Haus und dann bauen wir das Haus. So, also. Ich brauche bitte ein bisschen Kohle. Aber jetzt dann bald Kohle. Mist. So ein Mist. Dann gehen wir halt nach oben. Wir haben jetzt volles Leben bald. Ich möchte kurz schauen, ob wir hier. Ah ja, hier haben wir Kohle. Da ist aber ein Skelett, das möchte ich da nicht zu mir locken, dass es uns abschießt. Muss kurz schauen, was. 20, okay. Ungefähr 20 Minuten nehme ich schon auf. Halbstündig mache ich die Parts. Dann habt ihr genug zu schauen pro Part. Und ich habe dann nicht allzu lange, wenn ich noch länger mache. Kann auch kürzer machen, wenn es euch gut wäre, wenn es kürze Part wären. Aber nicht unter 15 Minuten möchte ich es nicht haben. Und wahrscheinlich werden dann mehrere kommen pro Tag. Je nachdem, wie das Projekt auch ankommt. So, schauen wir mal. Ah, schau mal, ein Krieb ist auch irgendwo hier. So, ich möchte gerne eigentlich eine Höhle erkunden, aber wir finden eigentlich recht wenig Höhlen jetzt gerade, weil überall sind Monster und Höhlen heißen eben Gefahr durch die Monster. Müssen wir eigentlich hier runtergraben? Oder wollen wir zum Zombie? Nein, zum Zombie, da kommt das Skelett und der Creeper auch noch. Wir graben jetzt einfach mal hier runter. Das ist unsere Mine, unsere erste Mine. Stellt euch das mal vor, von diesem Let's Play-Projekt. Also, was wollen wir als erstes bauen? Schreibt es mal in den ersten Part in die Kommentare, was ihr so haben wollt.
außer der Villa. Okay. Das sieht doch schon mal ein bisschen gefährlich aus. Nein, gut. Das wollte ich doch. Da gehe ich nicht rund. Toll. Richtig toll. Mache ich eine zweite Crafting Bench. So. Machen wir eine Eisenspitzhacke. Und komm, eine Eisenaxt. Eine Eisenschaufel auch. Dann haben wir kein Eisen mehr, aber das finden wir hoffentlich noch. Und müssen doch runter. Ah, ist zu gefährlich. Wir machen jetzt hier weiter. Und zwar so, so. Und graben hier weiter runter. Wir sind auf Ebene 41. Okay. Ah, schau mal her. Da ist unser Eisen, das wir wieder wollen. Dann können wir gleich mal wieder. Das verspricht Spannung. Da sind alle Gegner hier unten. Meine Zuschauer, sie schauen mich zu. Das ist zu gefährlich mit dem Skelett. Na komm, gehen wir nach oben. Essen wir nochmals was. Also irgendwie kann man jetzt das aufladen, ja. Also muss ich gedrückt lassen, oder wie? Wir haben noch keine Informationen über diese Snapshots. Ich habe es jetzt erstmals installiert. Ich habe sie mir nicht angeschaut vorher. Und ja, muss alles mit euch zusammen eigentlich lernen. Wenn ihr es auch noch nicht wisst. Sonst dürft ihr mir gerne helfen. Und wir schauen mal, ob Tag ist. Kuckuck. Nein, noch Nacht. Okay. Mist. Einen Eimer möchte ich gerne, aber wir haben ein Eisen zu wenig. Okay. Eisen. Eisen! Mein geliebtes Eisen ist hier. Toll, das machen wir später mit Dias am besten. Immer dann beteln. Wir brauchen Eisen und dann finden wir Eisen. Und dann beteln wir nach Diamanten und finden Diamanten. Das machen wir weiterhin so. Optimal. Optimalst. Also dann beende ich den ersten Part. Mache ihn 25 Minuten lange. Das ist eigentlich recht gut. Und ab dem zweiten Part werden wir nicht mehr sterben, nie mehr. Vielleicht beim Ender Dragon nochmals. Aber ja, der erste Schritt ist eigentlich immer der schwerste, wenn man eine Höhle hat und dort sind alle Monster drin, weil sie am Tag nicht spawnen. Da spawnen alle in einer Höhle drin und man stirbt halt. Aber wenn man dann die Ausrüstung hat, also ich vor allem, stirbt dann nie mehr. Nie mehr. Also ich habe auf dem Server kein Problem gehabt, Singleplayer, als ich mit Mods Singleplayer spielte, nie Probleme gehabt. Und das auch auf schwer. Also wir könnten jetzt eigentlich auf schwerste. So, ab jetzt ist schwer. Und probieren wir mal zu überleben auf schwer. Und eben. Somit habe ich eigentlich alles mal gesagt. Wenn ich etwas vergessen habe, kann ich das dann noch nachreichen. Und Dankeschön fürs Schauen. Es lohnt sich wirklich, das zu schauen. Dürft ihr auch gerne ein bisschen lernen von mir, wie man so baut. Ich habe 5 Jahre Erfahrung, also ich kenne mich eigentlich sehr gut mit den verschiedenen Baumustern und so aus. Und Dekoration, ich liebe zu dekorieren. Ich liebe sogar die Biome anders zu gestalten und so, auch wenn es ein bisschen viel Arbeit ist. Aber das ist immer richtig toll für mich. Und ich möchte es natürlich euch auch weitergeben. Aber was ich nicht machen werde, ist das Let's Play kindisch machen. Ich will kein Kiddie Minecraft Let's Player sein.
Ich habe ja schon mehrere Let's Plays für Minecraft gemacht, aber ich möchte nicht kiddiehaft sein in diesem Let's Play. Ich möchte eigentlich so erwachsen wie möglich sein, aber trotzdem Spaß, Spannung und viel zu lernen bieten. Also, Dankeschön fürs Schauen. Der zweite Port kommt so bald wie möglich und Dankeschön, dass ihr mich unterstützt, indem ihr einfach Videos schaut oder liked oder sonst irgendwas, Kommentare schreibt. Ihr dürft alles wählen, ihr dürft wirklich mich sogar herumkommentieren, mir Challenges anbieten, die ich dann auch machen muss oder werde. Ich werde sie dann auch machen, natürlich. Aber zu schwer werde ich natürlich herauszögern, das ist klar. Aber mal schauen. Also, dann sage ich Dankeschön fürs Schauen des ersten Parts. Der zweite Part kommt vielleicht heute oder morgen dann, je nachdem, wie lange das geht zum Hochladen. Und das wird das Hauptprojekt und das wird so lange wie möglich gehen. Ich werde nicht aufhören. Und natürlich immer aktuell halten. Also jedes Snapshot werde ich, also ich, immer wenn ein Snapshot rauskommt, werde ich updaten. Und dann 1.9 natürlich. Und dann geht es halt wieder einige, vielleicht ein Jahr, bis wieder ein Snapshot rauskommt. Aber ich werde es Minecraft so aktuell wie möglich halten. So, jetzt genug geredet. Tschüss, Sikowski, Leute. Tschüss.